So, diesen Part muss ich jetzt zum zweiten Mal aufnehmen. Beim ersten Mal hat es mir komplett die Videodatei zerschossen, da war irgendwie nur gekrisselt zu sehen und zumindest alles scheiße irgendwie. Und ja, ich habe mir zumindest jetzt mal einen Spickzettel gemacht, was wir jetzt alles machen müssen, damit wir das wieder mit den späteren Folgen in Einklang bringen können. Und wir sollen jetzt für Haaren Ertrunkene töten. Wir brauchen aber noch für eine andere Quest auch die Gehirne der Ertrunkenen, wenn ich das richtig weiß. Ertrunkenen Gehirne, genau. Dafür brauchen wir aber noch den Eintrag im Bestiarium. Da weiß ich auch, wie wir den bekommen. Und das machen wir jetzt als erstes. Dann können wir das nämlich in einen Rutsch machen. Hexer! So, dafür müssen wir erstmal schlafen, beziehungsweise meditieren, damit wir den Tag bekommen. Machen wir bis mittags. Dafür müssen wir nämlich dann mit, na, steh auf. Mit einer alten Dame sprechen, mit einer alten Stadtbewohnerin. Und gegen einen kleinen Obolus gibt sie uns die Informationen für das Bestiarium. Und das machen wir jetzt mal. Ich habe das gestern festgestellt beim Schneiden des Videos, dass das kaputt ist. Und das hat mich total geärgert. Könnt ihr euch ja vorstellen. Aber naja, was soll's. Machen wir es halt nochmal. Damit wir so alles vollständig haben. Sonst wäre es ja blöd. Wird mir ja eine Folge fehlen. Oder ich muss halt die kaputte Folge hochladen. Das ist ja auch nicht. Das will sich ja keiner angucken. So, wollen wir denn das alte Mütterchen? Ritter sollten gegen Ungeheuer Bettler, Bettler, kämpfen. Hexer Bettler. sind so ungehobelt. Hexe sind auch nicht ungehobelt, sag mal. Stadtbewohner. Was für ein Wolkenbruch. Das ist echt ordentlicher Regen. Da ist er. Was für ein Wolkenbruch. Ein Hexer. Noch ein böses. Vielleicht die? Wieso haben sie den Zwergenschmied nicht weggejagt? Die wollen nicht mit mir reden. Das ist natürlich blöd jetzt. Fromme Bäuerin. Was für ein Wolkenbruch. Das ist ja jetzt so blöd. In schlimmen Zeiten, wenn Bruder gegen Bruder kämpft. Was für ein Wolkenbruch. Ein Hexer. Noch ein böses. Oh, Menno. Ah, da ist die Richtige. Viele Tiere starben an der Pest. Wie soll ich bloß die Kinder ernähren? Ich habe keine Zeit zu reden. Ja doch, wenn ich dir ein Geschenk gebe. So, ich habe dir, glaube ich, beim letzten Mal den Fisch gegeben. Ja. Ich kenne nur alte Fabeln. Die würde ich gern hören. Die würde ich gerne hören. Meine Enkel lieben Geschichten über ertrunkene Tote. Etwa die der verschmähten Müllerstochter, die sich in die Fluten stürzte, einen Mühlstein um den Hals. Wenn jemand blind vor Leidenschaft ertrinkt, so kehrt er als ertrunkener Toter wieder. So auch die Müllerstochter. Sie verfolgte nächtens die Lebenden, bis die Ritter vom Orden der Flammenrose ihr ewige Ruhe gaben. Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Der Orden der Flammenrose löscht Ungeheuer aus? Seine Ritter beschützten uns unentgeltlich. Unfaire Konkurrenz, würde ich sagen.
Ja, sehe ich auch so. Wir wollen dafür Geld haben. Okay. Dann zurück zu Haaren. Den Eintrag haben wir jetzt ja. Hier rum. Das sind fast die Schläge. Sieht die Hand. So, nochmal meditieren. Hexer. Ja. So, bis Mitternacht, würde ich sagen. So. Jetzt geht's in der Trunge an den Kragen und da hinten ist schon der erste. Das Kampfstil, nehmen wir den. Ja, doch, Gruppe. Bam. Zack, zack. So, können wir erstmal looten. Okay, die Gehirne haben wir. Aber ich glaube noch nicht alle Untoten. Also noch nicht alle Ertrunkenen. Ne? Kommen noch welche? Hallo? Na, ah, der blöden Köter. Da hinten sind noch Untote, glaube ich. Ach, ich sag mal Untote, Ertrunkene natürlich. Na, komm her. So. Zack. Finish him. Na los. Ja. Zäh hier. So, machen wir es auch für dich. Kertmel Hafkaren, seid gegrüßt. Ich bin eurer Sprache nicht mächtig. Nein, Deune, esse fad gern. Ihr schüchtert uns nicht ein, Hexer. Wo ist Haaren Brock? Er versprach uns Hafka-Spezialitäten. Ich weiß nicht, ob mir euer Ton gefällt. Haaren hat euch nicht erwähnt. Mir gefällt der Ton nicht. Ich habe Ertrunkene gejagt. Vatel, nein. Ihr seid kein Einseide. Aber auch kein Deuner-Abschaum. Wir nehmen einfach unsere Waffen, dann trennen wir uns in Frieden. Das sind Haarenswaren. Tut mir leid, Einsede. Rührt diese Kisten nicht an. Hört gut zu, Fatgern. Wir sind ein Teil einer 20-Elfen-Einheit. Unsere Brüder leiden an Krankheiten und Hunger. Diese Kisten enthalten Nahrung, Medizin und Waffen. Wir wollen sie jetzt und sofort. Denn wir können uns nicht jeden Tag wie Simas Stadtmauern nähern. Ich verstehe, was ihr meint. Gut, wir haben keine andere Wahl. Aber ihr schon. Man hat immer eine Wahl. Nein, ihr kriegt die Sachen nicht. Tut mir leid.
Ich arbeite für Haren. Ihr müsst eure Hafkar-Spezialitäten anderswo finden. Wollt ihr für diese habgierigen Däune sterben? Ihr seid keiner von denen. Spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Rührt diese Kisten nicht an. Wir töten erst euch und anschließend Haren. Eine Lektion für alle Verräter. Kannst du ja probieren. Sparle! Man hat das alles nur ein Ende. Bam, yo, geil. Klappt ja besser als beim letzten Mal. Ach, der muss sich hier. Zacki. Ja, da. So, komm, du noch. Ha. Abschaum. Alles looten. Da. Ohrens ist immer gut. Nächsten Wurz mit. Blaubeeren. Den haben wir schon, ne? Ja. Na, gibt's nichts zu looten bei dem. Aber der hätte ja schnell im Dreck gelegen hier, ne? Der Obermacker. So. Also Gehirn haben wir jetzt auch genug. Auf jeden Fall. Dann gehen wir die Quest mal ab. Guck mal, Wettergrenze. Da regnet es hier nicht. So wirklich. Ja. So, Haren. Aufwachen. Wir haben was zu berichten. Hexer! Ich tötete die Ertrunkenen und begegnete einigen Elfen. Elfen? Ich kenne keine Elfen. Die haben euch erwartet. Wer sind sie? Skoyatel oder Eichhörnchen. Junger Anderling, Freiheitskämpfer. Wer sich mit denen abgibt, endet am Strick. Wenn ihr mich verratet, hängt ihr ebenfalls. Mach ich nicht. Ich werde schweigen. Warum gebt ihr euch mit ihnen ab, wenn es so gefährlich ist? Irgendwie muss ich ja meinen Lebensunterhalt verdienen. Wie auch immer, ich habe meine Arbeit getan. Meine Kisten sind also sicher? Yep. Ich hab euch unterschätzt. Nur ganz nebenbei, was geschah mit den Elfen? Wir hatten ein paar Differenzen. Sie sind tot. Ihr habt sie getötet? Bestimmt kommen ihre Freunde wegen der Waren zurück. Wir können ihren Tod den Ertrunkenen in die Schuhe schieben. Das geht mich nichts an. Ich will nur meinen Lohn. Und dann erzählt mir von den Salamandra. Hier ist euer Gold. Die Salamandra knöpfen den Dörflern Tribut ab. Wer nicht gehorcht, dem schlitzen sie die Kehle auf und zünden sein Haus an. Wo kann ich sie finden? Fragt den Geistlichen. Er wird entscheiden, wie viel ihr wissen sollt. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn sie verschwenden. Mhm, ja. Mein Freund sucht einen Zwerg, Hoog, ein Skoyatel. Mein Freund sucht einen Zwerg, Hoog, ein Skoyatel. Ich höre mich mal um. Man lernt nie aus. Gut. Hexer. Genau, eine Quest mussten wir noch annehmen. Das haben wir bei der letzten Aufzeichnung auch gemacht. Gibt es noch etwas für einen Hexer zu tun?
Ich könnte wohl etwas finden. Dieses Päckchen muss nach Visema gebracht werden, zu einem Mann namens Coleman, in der Taverne zum haarigen Bären. Keine Fragen. Klar, mache ich. Gib mir das Paket. Gebt mir das Paket. Ich liefere es ab. Coleman wird euch entlohnen. Okay, was machen wir jetzt? Ich guck gerade mal auf meine Liste. Die Ertrunkenen haben wir. Die Quest haben wir angenommen. Mit der alten Stadtbewohnerin haben wir gesprochen. Bleibt nur noch eins zu tun. Dafür müssen wir aber schlafen. Beziehungsweise ja, meditieren. Das mit den Punkten, das schenke ich mir jetzt mal, weil das jetzt irrelevant ist. Und dann bis mittags wieder. Wir müssen jetzt nämlich nochmal mit der Budenbesitzerin da im Dorf sprechen. Ich meine, dass die noch Infos für uns hatte, die wichtig wären. Aber das werden wir gleich sehen. Was ist ja eigentlich immer für ein scheiß Wetter, sag mal. Wie wär's mal mit Sonnenschein? Seid ihr ein Hexer? Woher wisst ihr das? Jüngst sah ich einen wie euch und fragte den Geistlichen. Seinen Namen erfuhr ich nie, aber er wollte in die Stadt. Hat man ihn nach Visima gelassen? Ich weiß nicht. Er fragte den Geistlichen etwas. Vielleicht bat er um Hilfe. Sonst noch etwas? Nichts, was nicht schon gesagt wurde. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Das Fleisch riecht so seltsam. Von welchem Tier stammt es? Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? Seid ihr zum Riechen oder zum Kaufen hier? Man sollte eine Frage nicht mit einer Frage beantworten. Wo ich mein Fleisch herbekomme, geht euch nichts an. Wenn ihr nichts kaufen wollt, dann macht Platz für die anderen. Also die Leute stehen nicht gerade Schlange. Spricht nicht gerade für Qualität deiner Waren, meine Liebe. Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Erzählt mir mehr von dem anderen Hexer. Mehr weiß ich nicht. Erzählt mir einfach alles noch einmal. Er sprach mit dem Geistlichen, dann ging er. Er wirkte verängstigt. Danke. Auf dann. Auf dann. So, und hier hatten wir beim letzten Mal Schluss gemacht. Und das werden wir jetzt auch machen. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und würde ich sagen, bleibt am Ball. Ich werde es auf jeden Fall auch bleiben. Und bis dahin. Ciao, ciao.